In Deutschland leben etwa 5,3 Millionen Hunde. Viele Menschen haben sich aus Liebe zum Tier für den vierbeinigen Hausgenossen entschieden. Aber welche Bedeutung hat der Mensch für den Hund? Ist er der Brötchengeber? Der Schlafplatzanbieter? Oder der Gebieter für die Einhaltung der Gesetzesvorschriften mit dem Wortlaut: Ein Hund darf weder Menschen noch Tieren Schaden zufügen. Leider sind dem Hund diese Vorschriften nicht bewusst und auch nicht in seiner Genetik verankert. Trotzdem muss er sie befolgen. Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann der Mensch seinem Hund klarmachen, diese Forderungen zu verstehen? Gudrun Feldmann ist Verhaltensforscherin und Gründerin des Instituts Feldmann von Schröder für Verhaltensforschung. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Analyse und Verhaltensschulung von Hunden und Katzen. Wir Menschen müssen im Umgang mit dem Hund das Verhalten des Hundes beobachten, interpretieren und richtig darauf antworten. Und zwar so, dass uns der Hund versteht. Hallo, mein Name ist Yvonne. Ich bin heute hier mit meiner Dobermann-Hündin Sadie. Sadie ist 2,5 Jahre alt. Sadie habe ich bekommen mit 10 Wochen als Welpen. Sadie ist sehr ängstlich. Alles, was sie nicht kennt, macht ihr sehr viel Angst und wird erstmal angebellt und angeknurrt. Auch sollte sie mitkommen ins Büro. Mein Chef hat da nichts dagegen gehabt, dass sie jeden Tag dabei ist. Geht aber leider auch nicht, denn jeder, der ins Büro reinkommt, wird leider angebellt und angeknurrt. Und die Leute haben teilweise dann auch ein bisschen Angst natürlich vor ihr. Außerdem hat Sadie Probleme mit fremden Hunden und es ist deshalb fast unmöglich, mit ihr spazieren zu gehen. Wir haben jetzt Sadie gesehen. Wir haben gesehen, wie Sadie mit ihren Emotionen nicht umgehen kann, wie sie nicht weiß, was sie tun soll, ausklingt, aggressiv ist, in der Leine hängt. Frauchen weiß genauso nicht, was sie tun soll. Und so haben wir eigentlich einen Kampf. Und der arme Hund wird ständig stranguliert und kämpft noch immer mehr. Er kämpft eigentlich darum, dass es endlich aufhört, aber er macht es immer nur schlimmer. Wenn wir jetzt das Halsband wegnehmen und ihm ein Geschirr anziehen, dann denke ich, wird der Hund besser verstehen, dass ohne Kampf alles leichter ist. Jetzt kriege ich ihn und sie gehen rückwärts weg. Gudrun Feldmann übernimmt jetzt Sadie und versucht über geschicktes Laufen die Aufmerksamkeit des Hundes zu erhalten und herauszufinden, was mit Sadie los ist. Sadie! Sadie! Na komm! Sadie, komm her. Ja, so ist brav. Sadie! So ist sie fein. Komm, wir gehen. Komm! So ist sie brav. Sadie? So bist du brav. Sadie? Wenn Sie mich so beobachtet haben, haben Sie gesehen, das Hauptproblem bei Ihrem Hund ist, er sieht etwas, sagt, da will ich hin, damit das erreicht, springt er. Das ist ja Ihr großes Problem. Ich halte ihn aber zurück und jetzt muss der Hund lernen, das hat keinen Sinn zu springen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das dem Hund beibringen, dass er diese Springerei lässt und trotzdem zufrieden ist, also diesen Kampf lässt. Dann können Sie nämlich erst wieder wirklich mit Ihrem Hund sprechen. Sadie! Komm, komm! Das Wesentliche, was wir bei unseren Hunden in der Erziehung brauchen, ist, dass die Hunde überhaupt uns erstmal wahrnehmen als Sozialpartner. Das kriegen wir aber nicht geschenkt, das müssen wir uns erarbeiten. Erst braucht der Hund das Vertrauen zu uns Menschen, dann muss er sehen, dass er uns respektiert. Und wenn er uns respektiert, dann erst können wir in die soziale Verbundenheit einsteigen. Komm. Aufpassen! Sadie! Sadie kann sich noch immer nicht konzentrieren, weil sie in einem hohen Erregungszustand ist. Gudrun Feldmann versucht zunächst, Sadie aus dieser Anspannung herauszuführen und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Komm. So machst du das brav. Komm. Ja, feines Mädchen.
Schenkt Sadie Aufmerksamkeit, bekommt sie ein Leckerchen. In diesem Fall zur Entspannung, denn wenn ein Hund fressen kann, ist er nicht mehr in dieser unkontrollierten Erregung. Gut, prima. Wenn wir mit Hunden umgehen, müssen wir Menschen lernen, das Verhalten der Hunde zu erkennen und richtig zu interpretieren und die Antwort, die wir darauf geben, entsprechend setzen, so dass uns der Hund versteht. Voraussetzung ist, dass der Hund Vertrauen zu uns hat, dass er uns respektiert und dass er dann mit uns in eine echte soziale Bindung kommt. Frau Meier, für Ihr Verständnis möchte ich Ihnen jetzt einfach einmal zeigen, wie Körpersprache funktioniert. Und das Interessante dabei ist, dass die Körpersprache auch bei den Menschen funktioniert. Das wissen wir bloß nicht mehr. Jetzt sind Sie sozusagen mein Hund und ich spreche jetzt mit Ihnen über die Körpersprache. Und Sie, nur das, was Sie verstehen, wird gemacht. Sagen tue ich nichts. Höchstens aufpassen. Sie halten aber schön an. Wieso haben Sie denn so einen großen Abstand? Weil ich so gemacht habe. Und jetzt bin ich mal frech. Da gehen Sie zurück. Das heißt, ich bedränge Sie. Genau das Gleiche machen wir mit dem Hund. Wenn wir so nah am Hund stehen, dann muss der ausweichen. Jetzt möchte ich mal mit Ihnen noch ein kleines Stück gehen. Gehen Sie mal bitte wieder zurück. So, ich weiß jetzt, ich sehe, dass Sie sehr aufmerksam sind. Und ich möchte jetzt mit Ihnen, ja, verrate ich Ihnen noch nicht, was ich mache. Aufpassen, das ist die Kontrolle. Ich muss immer sehen, ob Sie auch wirklich aufpassen. So, nichts habe ich gesagt und Sie haben alles gemacht, was ich wollte. Und immer die Frage, wie fühlen Sie sich dabei? Müssen Sie Luft anhalten? Man ist aufmerksam, ja. Beobachtet und reagiert darauf. Und was schließen wir daraus? Ohne Aufmerksamkeit geht nichts. Genau. Aber am Anfang ist das ganz notwendig. Aufpassen. Wir gehen. Schauen Sie mich mal an. So, Sie gehen wunderbar, Sie passen auch auf. Und jetzt ist die Übung beendet. Können Sie sich erklären, warum, wenn ich so stehe, ich habe Sie jetzt zum Anhalten gebracht, warum ich das mache? Warum Sie das machen? Also, jetzt habe ich hier Sie angehalten. Mhm. Und jetzt mache ich Sie halten an und ich bin wieder so. Also, dass das Bedrängen weg ist. Dass das Bedrängen weg ist. Das haben Sie genau empfunden. Glauben Sie, dass unsere Hunde das auch empfinden? Ja. Warum? Weil die Hunde ein ganz ausgeprägtes soziales Bedürfnis haben und wir auf diese Weise mit ihm im sozialen Bereich kommunizieren. Damit belasten wir ihn auch nicht. Mhm. Da kann ich 10 Übungen hintereinander machen, ohne dass der Hund sagt, ich kann nicht mehr. Gudrun Feldmann zeigt mit ihrer Hündin genau das, was sie mit Frau Meier geübt hat. In dieser Übung fehlt etwas. Es ist ruhig. Die Körpersprache ist die stille Sprache des Hundes. So machst du das brav, ganz ein kleines Mädchen. Machst du das brav? Gutes Mädchen. Jetzt bist du frei.
Numi, Numi, ich verrate dir was. Hol das mal, was da vorne ist. Such voran, wo ist es? Wenn ein Hund sich freiwillig so lange konzentriert hat, braucht er eine Pause. Numi darf jetzt ihren hundlichen Bedürfnissen nachgehen und etwas suchen. So bist du brav. Gut gemacht. Sogar das Futter hat sie mir gebracht. Das hast du schön gemacht. Möchtest du es haben? So ist sie brav. Frau Meier, jetzt haben Sie gesehen, wie das wortlos geht über die soziale Beziehung. Der Hund ist aufmerksam, der ist mit mir verbunden und er will mit mir. Und jetzt zeige ich Ihnen den Gegensatz, wenn ich also der Befehlsgeber bin und mein Hund der Befehlsabnehmer oder Annehmer. Was dann ist. Und Sie beurteilen dann, wie sich dann der Hund fühlt. Ich mache es mit dem gleichen Hund und ich warte dann auf Ihr Urteil. Down! Zu mir! Fuß! Gudrun Feldmann verzichtet auf die Körpersprache und führt den Hund ohne Grund über einen harten, dem Verhalten des Hundes nicht angepassten Tonfall. Fuß! Platz! Zu mir! Fuß! Fuß! Seine freudige Bereitschaft zu kommunizieren erstirbt. Er beginnt handlungsunfähig zu werden. Der Hund kann nicht verstehen, warum er auf diese Weise geführt wird. Er benutzt alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um Gudrun Feldmann zu beruhigen. Er leckt, die Ohren sind angelegt, der Körper sinkt in sich zusammen und er blinzelt mit den Augen. Nie wieder machen wir das. Damit der Hund sein psychisches Gleichgewicht wiederfindet, darf er etwas tun, was ihm Freude macht. Er darf etwas suchen und dabei hoffentlich vergessen, was man ihm grundlos angetan hat. Wir Menschen entscheiden, ob wir unseren Hund mit stimmlichem Druck und ohne Einfühlungsvermögen verunsichern oder die Sprache des Hundes, nämlich die Körpersprache, verwenden. Die Körpersprache ist die Sprache des Hundes und nur auf diese Weise erreichen wir die soziale Verbundenheit, die wir uns wünschen und die das gegenseitige Vertrauen festigt. Schenk's. So bist du brav. Frau Meier, jetzt haben Sie gesehen, wenn ich für meinen Hund der Befehlshaber bin und mein Hund der Befehlsempfänger. Wie hat sich der Hund gefühlt? Der Hund hat sich überhaupt nicht gut gefühlt und der Unterschied war erheblich. Also vorher ist er richtig mit Spaß mitgegangen und Freude und jetzt war es so total unmotiviert. Was hat er denn gezeigt? Unmotiviert. Was haben Sie denn gesehen? Er war demütig, also unterwürfig. Wir Menschen dürfen die Würde des Hundes nicht verletzen. Die Körpersprache und die Stimme führen den Hund und müssen immer fein auf das Verhalten des Hundes abgestimmt werden. Nur dann kann sich der Hund orientieren und sich den menschlichen Wünschen anpassen. So machst du das brav. Und jetzt? Hier. So ist er frei. Schön mit mir. Numi? So machst du das brav. Und? So machst du. Aufpassen. So ist es fein. Gut. Aufpassen. Und? Ja, feines Mädchen.
ganz fein hast du das gemacht. Warte. Körpersprache und Stimme führen den Hund. Numi kann sich orientieren und sich freudig dem Menschen anschließen. Prima. Ich danke dir. So hast du das gut gemacht. Sadie dagegen hat in bestimmten Situationen noch nicht verstanden, sich den menschlichen Wünschen anzupassen. Ihre Unart, unkontrolliert Aggression zu zeigen, muss korrigiert werden. Vor allem Hunden gegenüber. Wir haben jetzt gesehen, dass dieser Hund das Kämpfen gelernt hat. Man zieht zurück, der Hund sagt, das mache ich besser, ich springe noch besser hinein. Er wird wieder zurückgezogen und so lernt der Hund das Kämpfen. Wenn ich diese Situation habe, dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Da bin ich der Festhalter, bin der Haken für den Hund und ich halte ihn und kann gar nichts machen. Wenn ich schimpfe, sporne ich ihn an. Wenn ich sage, ach guter Hund, ist doch alles in Ordnung, hör doch auf, dann sage ich, lobe ich ihn. Ich muss sehen, dass ich den Hund vorher anspreche. Gudrun Feldmann versucht jetzt, Sadies aggressive Unart in den Griff zu bekommen. Dazu organisiert sie Situationen mit fremden Hunden. Also ich merke schon, der Hund kommt. Er muss ihn sehen, sonst hat es keinen Sinn. So ein bisschen noch auf sie zu. Lass es! Die strenge Stimme wirkt, Sadie sitzt und lässt den fremden Hund vorbei. Du bist ein braver Hund. So, und wenn ich ihm jetzt was zu fressen gebe, ist er mit der Spannung abhaut. So, hier zu mir, komm. Guter Hund, prima. Komm, hier gehen wir. So ist sie fein. Hier gehen wir. Gut. Hier gehen wir. Gut. Wenn ich mit einem Hund umgehe und ich merke, dass er was anderes will, als ich das gerne möchte, dann muss ich ihm vorher sagen, dass ich es nicht möchte. Nicht, wenn er schon dabei ist, seine Unart zu tun. Ich muss merken, jetzt wird er gleich, dann muss ich sagen, halt, so nicht und gebe ihm einen Auftrag. Du sitzt. Und dann kommt er wieder zur Besinnung und dann kann ich wieder mit ihm reden und dann habe ich ihn auch von seiner Unart abgehalten. Eine neue Situation, der fremde Hund sitzt und Sadie geht vorbei. So ist sie brav. So, kehr um. Hier gehen wir. Sadie schnüffelt intensiv, um der Konfrontation mit dem fremden Hund aus dem Wege zu gehen. Vorsichtig versucht Gudrun Feldmann, wieder den Kontakt zu Sadie herzustellen.